mich natürlich, warum habe ich nicht gestern Abend gespielt? Naja, weil ich halt was auf YouTube gerade hochgeladen habe. Und, ey, warum guckt da jetzt die beliebte Kriegerseele? Wenn ich da halt gerade was auf YouTube hochlade, da ist dann die Verbindung äußerst schlecht. Und ich muss mal schauen, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit habe. Ich weiß es nicht, dass ich im Prinzip das sozusagen dann auf mein Heimnetzwerk sozusagen lade. Also besser gesagt auf meinen Server, der ist ja per Heimnetzwerk verbunden sozusagen, dass das nicht übers Internet, sondern dass ich das gleich per LAN-Kabel. Ist ja also ist ja sowieso alles per LAN-Kabel verbunden. Aber dass ich das einfach aufs Netzlaufwerk lade, und das kann man dann im Internet eine Freigabe machen, sodass er im Internet verfügbar ist. Und das muss ich mal gucken, ob das geht, weil dann kann ich das nämlich auf mein aufs Netzlaufwerk laden, und das ist dann, stellt dann gleichzeitig einen File-Server fürs Internet dar, und dass ich dann einfach, wenn ich dann in der Umschulung bin, von dem File-Server dann lade. Dass er das dann von dem File-Server lädt, weil dann lädt er halt, während ich das Internet nicht brauche, rührt das alles hoch, und dann habe ich im Prinzip sozusagen das Internet dann sozusagen komplett wieder frei für mich zur Verfügung. Noch eine belebte Kriegerseele, okay. Die ist jetzt auch aufgetaucht. Jetzt haben wir uns beide gegenseitig gestunt. Ja gut, ich meine die PvE-Gegner, also die, da habe ich kein Problem mit die zu stunnen. Vor allem mich, ich werde ja von denen auch gestunt, aber bei PvP, damit ich wenigstens bei dem Turnier, das, also wenn ihr darauf Lust habt, damit ich wenigstens eine Chance habe, sagen wir, okay, kein Stunnen. Dass ich wenigstens einen Hauch einer Chance habe. Ansonsten, ich werde gestunt, bevor die anderen mich stunnen können. Ui, wer ist denn da am Eis drinne? Hatte der mich jetzt aus dem Eis raus mit Pfeilen beschossen? Ach nee, ist wieder ein Superstunner mit dabei. Sozusagen. Oh, die finde ich ja toll. Vor allem, ihr macht es gerade nicht sehr LP-fördernd, wenn ihr mich da in die Ecke schmeißt. Denn, dann. Ich meine, ich habe schon rausgezoomt. Ganz das Maximalste. Aber dann sieht die Kamera das immer nicht so gut. Und ich meine, meine Zuschauer, die wollen ja was sehen. Und wenn ihr mich hier nur durch die Gegend schleudert, dann sehen sie ja nichts. Ich finde die Unfallanimation gefällt mir. Oh, aber irgendwie waren hier ja welche abgehauen. Ich weiß nicht. Die, wenn ich hier alle besiegt habe, dann kommen die im Eise befreit. Also dann werden bestimmt die im Eise befreit. Kann ich mir so vorstellen.
aber dann wird das, schätze ich mal, doch eine längere Aufnahmesession. Na, macht nichts. Ich glaube, dann habt ihr halt ein paar mehr Folgen. Ich glaube, das stört euch dann auch nicht. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gedacht, dass es mehr Folgen werden, weil ich irgendwie hatte ich da die Zeit nicht richtig im Blick, keine Ahnung. Deswegen hatte ich ja so gedacht, dass es mehr Folgen sind. Es waren dann aber doch nur 5 Folgen. Und ich weiß auch nicht schätzungsweise, na, kann ich auch nicht sagen, wie es hier wird. Manchmal verschätzt man sich ja auch wirklich so doll mit der Zeit. Und von daher. So, bum 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 bum. Das muss ich gerade. Warum habe ich jetzt so komisches Liedchen gesungen? Oh, die roten. Rot ist immer schlecht. Ah, ich denke mal, der darf mich so mit diesen Stacheln, sage ich mal, so stunt. Das ist bestimmt da so der. So eine Art Boss, denke ich mal. Ach schön, jetzt müssen wir mal so, jetzt habe ich hier wenigstens den mal wieder ein paar Mana-Punkte. Also Mana macht mir jetzt zurzeit wirklich echt zu schaffen, würde ich meinen, dass ich zu wenig Mana habe. Was? Sind meine Mana-Tränke auch alle? Ach du Scheiße. So, aber jetzt bin ich hier auch fertig. Oh, und ich hätte gedacht, dass der jetzt anfängt zu schmelzen da. Dass die sich befreien. Ja, ich habe keinen Mana-Trank mehr. Und hier habe ich noch dieses Tokamin. Was ich ja sowieso nicht brauche. Mache und werde diesen Dauerquest. So. Markabales Pförtner. Hallo? Ich will wenigstens noch mit zu denen hier kommen. Oh, weiß. Das Licht am Ende des Tunnels. Na komm, na los, kommt mal noch mit ran. Nee, die wollen nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann noch will und die mit erledige. Kann ich nicht so sagen. Auf jeden Fall macht mir das jetzt so, dass ich keinen Mana-Trank mehr habe. Also Lebenstränke habe ich ja ohne Ende noch. Und da habe ich ja auch noch welche in der Ablage. Aber Mana-Tränke ist ein bisschen... da habe ich mir auch keine irgendwie gemacht, hergestellt, gekauft... etc. Ich glaube, das sollte ich dann auch mal erledigen. Oh, ich glaube, das Reisewerkzeug kann man dann ja auch für normales EQ bewenden, also auch für reparables EQ, nicht nur für irreparables. Und dann würde ich sagen, dass ich das dann auch dann später gleich in Anspruch nehmen werde. Ach ja. Vielleicht hätte ich jetzt nicht zurückgehen sollen.
um das Ganze auch nicht unnötig in die Länge zu strecken, aber... Aber ihr wisst ja, jeder Erfahrungspunkt zählt. So. Okay, Reisewerkzeug, was müssen wir denn? Den Umhang müssen wir verbessern. Und das hier müssen wir verbessern. Nicht verbessern, sondern reparieren. Und ich meine, ich weiß ja noch, dass ich noch Reiswerkzeug in der Ablage habe. So, und hallo? Wieder anziehen. So. Ach, ja. Ach du Sch... Ah, ich sehe ja auch mit mehreren Kammern. Na prima. Na, das kann ja noch richtig, richtig lange dauern. Verdammt. Ob ich da bis 6:30 Uhr fertig werde? Ich meine, okay... Es sind noch 2 Stunden bis dahin, aber ich muss mich ja auch noch irgendwie rasieren und so weiter, also, wird ein bisschen knapp mit der Zeit, würde ich dann mal meinen, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier noch dauert, aber so wie ich das einschätze, eher länger als kürzer. So. Ey, ihr seid ja nicht mal rangekommen. Was seid denn ihr für Feiglinge? Dafür gibt es jetzt mal ein schönes Frostgefängnis. Aber ich muss mal sagen, dafür, dass die nur... Ach nee, die haben 17.000 Punkte und ich habe nur 3.990. Ich würde sagen, dafür, dass ihr nur, 7.000 seid ihr ganz schön lasch. ganz schön stark, meinte ich. Aber die haben ja 17.000. Ja, ich weiß nicht. Ich vermute mal, da ich hier nochmal lang muss, habe ich 2 Optionen. Entweder jetzt umnieten oder später umnieten. Und ja, ich würde sagen... Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich meine, klar, ist ein doofer Spruch und ich halte mich auch nicht immer dran. Also ich kenne keinen, der... Also mir ist niemand bekannt, der immer alles sofort macht. Also man muss auch immer so einen gewissen... Ausgleich, finde ich, zwischen Arbeit und Vergnügen haben. Und das Schönste ist halt wirklich, wenn man bei seiner Arbeit, die man macht, ich denke mal, wenn man 50% Spaß dabei hat, ich glaube, besser geht's gar nicht. Ich glaube natürlich, weil ich meine jetzt auch bei der Umschulung gibt es Sachen, die mir absolut keinen Spaß machen. Aber es gibt dann eben auch... Und so hast du das bei jeder Arbeit. Ich meine, damals, als ich als Erzieher gearbeitet habe, die Arbeit mit den Kindern selber, mit den Spielen und so weiter, mit denen irgendwas zu unternehmen und so, das hat so Spaß gemacht. Aber die ganze Dokumentation und so weiter... Das habe ich gehasst und... Naja, das ist überall. Das gibt's überall. Und ich denke mal, wenn man das schafft, dass die Arbeit 50% Spaß hat, dann ist es doch super. Und ich muss sagen, mittlerweile würde ich das LP, weil das bei mir halt auch ziemliche Ausmaße angenommen hat, womit ich am Ende nicht gerechnet habe,
auch als Arbeit bezeichnen, weil du musst ja aufnehmen, rendern und so weiter. Also du, das ist ja nicht nur alleine das Spielen. Du musst, das ist ja dann auch die ganze Hochladerei-Arbeit, Konvertierung, Intro. Du musst dir was überlegen, was du erzählst und so weiter. Also das ist auch ein bisschen Arbeit. So ist es nicht. Und manchmal ist es ja auch so, dass es mir nicht unbedingt Spaß macht. Dann würdet ihr euch fragen, was? Wieso macht ihr das nicht immer Spaß? Aber ich denke mal, das merkt ihr auch. Es gibt immer mal Aufnahmesession. Das ist auch je nachdem, wie ich drauf bin. Natürlich, das LP lebt ja auch. Also, ich halte hier gerade mal den Monolog, weil ich warten muss. Das LP lebt ja auch davon, wie derjenige das oder sich präsentiert da vorne, sage ich mal, vor den Bildschirmen. Davon lebt ja letztendlich das LP. Und je nachdem, wie ich bin, wie ich es mache, was ich mache, kommt das ja auch bei euch gut an oder besser an. Oder auch nicht. Aber so langsam denke ich doch, dass ich mich so ein bisschen, was heißt etabliere, ich finde, also ich bin jetzt, wenn man, also jetzt immer noch ein doch etwas kleinerer YouTuber, aber habe ich mich auch ziemlich gefreut, ein Kommentar, eine Nachricht, dass ich jetzt, dass ich irgendwas an mir habe, dass nicht mal jetzt die Großen wie Gronkh und Sarazar irgendwas, also wie ich das LP gestalte, weiß ich zwar nicht, aber haben mir, es gibt ganz, also ich muss mal sagen, ich weiß, dass ich sehr speziell bin, das gebe ich zu, und es gibt sehr, sehr wenig Leute, mit denen ich auch auskomme, muss ich ja zugeben, aber die Leute, mit denen ich unterwegs, mit denen ich richtig gut auskomme, die können mich richtig gut schätzen, sag ich mal wirklich, und klingt vielleicht doof, aber ich bin immer für die Bar da, und wir haben dann mit